Hallo Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Cecos Backstube. Bei uns gibt es heute mal wieder was Verrücktes. Und zwar machen wir heute so Bananensticks, wie ihr hier schon seht. Wie das funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Die Zutaten dafür seht ihr hier mal eingeblendet. Wir brauchen hier Bananen, ein paar Rosinen, gehackte Mandeln und etwas Pizzateig. Wie der Pizzateig gemacht wird, blende ich euch hier mal ein und natürlich auch am Ende vom Video. Wir fangen hier jetzt auch gleich mal mit den Bananen an. Ich habe hier eine Schüssel und zwei Bananen. Ich teile die hier jetzt mal, schneide hier oben kurz ein, damit man sie besser abschälen kann. Und gebe die Bananen dann in die Schüssel. Ich mache hier ein Stückchen und dann sind die schon in der Schüssel. Ich nehme jetzt hier mal eine Gabel und matsch die hier so klein. Also einfach rein, ich hoffe, man sieht das hier schön. Und dann drücke ich die immer hier durch die Gabel durch. Das gibt dann schönen Bananenmatsch. Das mache ich, bis auch wirklich alle Stückchen klein sind. Schaut dann ungefähr so aus. Jetzt gebe ich mal noch die Rosinen hinein und die gehackten Mandeln. Das verrühre ich jetzt, bis es schön gleichmäßig ist. Dann stelle ich das mal auf die Seite, kann den Ofen schon mal vorheizen und den Pizzateig ausrollen. Der Teig wird jetzt hier mal schön ausgerollt. Ich brauche hierzu etwas Mehl. Ich gebe hier mal etwas darunter, drücke das dann schon mal platt, verteile das dann noch und dann nehmen wir am besten das Nudelholz. Wir brauchen den Teig übrigens schön flach, also könnt ihr hier ruhig gut ausrollen. Rund muss es übrigens auch nicht sein, es wäre fast besser, wenn das so länglich wäre. Ich roll den jetzt mal aus und dann schauen wir es uns mal an. So schaut der Teig aus. Hier ist eine kleine Falte eingerollt. Das lag daran, dass ich sehr wenig Mehl benutzt habe. Ich will nämlich, dass der dann etwas klebt. Wenn wir den zusammenrollen, muss ich der Teig ja verbinden. Ich schneide ihn jetzt mal hier in der Hälfte durch. Und dieses Teil werden wir jetzt benutzen. Ich habe hier jetzt mal die Masse. Ich gebe da mal etwas drauf. Das wollen wir da jetzt rum. Schauen, dass das schön reinspannt. Dann nehmen wir hier mal etwas Wasser. Ich habe das hier mal auf einem Pinsel, damit der Teig jetzt nachher dran klebt. Verbinden das da, drehen die Enden noch zusammen. Könnt ihr hier noch so eine Bananenform machen und dann geht es ab damit auf eine Backfolie. Backfolie habe ich auch irgendwo hier. Hier liegt eine. Nehme ich das Teil mal und lege schön drauf. Ich werde jetzt hier mal nach und nach die ganzen Teile formen. Also wieder etwas Masse. Schauen, damit sie nicht bis ganz zum Rand hier geht, damit man das noch verschließen kann. Schaue ich, dass das schön fest drin ist. Nehme wieder etwas Wasser, schneide den restlichen Teig hier ab und lege den dann da hoch. Ecken verschließen, hier war jetzt etwas Masse, kam raus, Banane formen und ab damit auf die Backfolie. Die Bananen kommen jetzt in den Ofen bei Ober- und Unterhitze, auf voller Pulle aufgedreht, also ca. 300 Grad und werden dann schön goldbraun gebacken. Das dauert so ungefähr 7-8 Minuten. Unsere Backbananen sind nun fertig. So schauen sie aus. Wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen auskühlen. Man sollte sie zwar lauwarm essen bzw. warm, aber natürlich nicht zu heiß. Zum Auskühlen gebe ich sie mal hier auf diesen Rost. Also ich nehme einfach mal eine. Stabil sind sie ja. Ihr hört schon, sie sind schön groß durchgebacken. Oben gehen sie immer etwas auf. Das ist da, wo der Teig zusammengerollt ist. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass man darauf achten soll, dass der Schnitt vom Teig oben ist. Hier war es nicht ganz der Fall. Ich lasse die jetzt mal leicht ein bisschen auskühlen und dann werden wir uns mal eine gönnen. Die Bananen haben nun 5 Minuten ausgekühlt. Ihr seht schon, ich habe sie hier mehr auf einen Teller. Wir schneiden sie jetzt auch gleich mal an, damit wir uns mal anschauen, was drin ist. Ich gehe einfach mal die Mitte rein. So schaut es aus. Da dampft natürlich noch etwas. Und man kann sie jetzt einfach schön wegessen. Also entweder man nimmt sie in die Hand und beißt rein. Ungefähr so. Oder ihr nutzt natürlich Messer und Gabel. Aber ich lasse das meistens, man kann sie hier so schön essen. Wenn sie nicht mehr so heiß sind, kann man auch schön reinbeißen, ohne dass man sich verbrennt. Und die Banane, welche warm ja meistens etwas matschig ist, läuft hier dank des Teiges auch nicht aus. Ich hoffe nun, euch hat es gefallen hier mit der Backbanane. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß beim Nachmachen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo oder einen Daumen da lassen und das Video natürlich auch irgendwo verteilen bzw. liken auf Facebook. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal.